Warum liebe ich diese eisigen Tage? Die Tage, wo es richtig, richtig kalt ist. Und warum fühle ich mich da so wohl? Ich zeige euch diesen magischen Trick. Und wie der genau funktioniert, davon erzähle ich euch noch am Ende des Videos. Erstmal nehme ich euch mit in den Zauber der eiskalten Tage. Du erfährst, warum Kälte wunderschön sein kann. Ich erzähle und zeige euch auch, was ich denn alles so anhabe, um mich warm zu halten bei diesen Temperaturen. Ich nehme euch mit ins Winter Wonderland. Viel Spaß! Sieht so schön aus. Es ist einfach so, 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 so schön. Und ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf. Winter Wonderland. Und hier sind die Tierspuren. Es ist ein Reh über den See gelaufen. Und da hinten sind meine Spuren von gestern, wo ich den tollen Pemba-Effekt gefilmt habe. Das war schön. Was ich da gestern gefilmt habe, das zeige ich euch jetzt. Hier sitze ich auf dem See, mit Skiern an den Füßen und einer Tasse heißem Wasser. Ich streue etwas Schnee in das heiße Wasser, weil ich noch etwas trinken möchte, um mich aufzuwärmen, denn es sind so um die minus 20 Grad. Und damit ich mir nicht den Mund verbrenne, noch etwas Schneegewürz. Ich trinke erstmal ein paar Schlucke von dem heißen Wasser. Das tut gut in der Kälte. Und den Rest vom heißen Wasser, den schmeiße ich in die Luft. Da seht ihr schon, wie toll das aussieht. Aber das war ja nicht viel Wasser. Ich hatte ja noch mehr in der Thermoskanne. Und wie das aussieht, wenn ich das in die Luft werfe oder schütte. Diese Magie seht ihr jetzt. Wie dieser Effekt genau funktioniert und warum der Pemba heißt, das erzähle ich euch noch genauer am Ende des Videos. Wunderschön. Boah, es ist so schön, es tut so gut. Ah, herrlich. Sonne und Schnee ist einfach das Schönste. Musik.
Tatsächlich war bisher der kälteste Tag in meinem Leben. Mit minus 30 Grad nachts, minus 29 Grad heute Morgen. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie viel Grad. Vielleicht so 25, minus 25. Und ich liebe es. Ich war 4 Stunden draußen mit einer kleinen Unterbrechung, wo ich mich aufgewärmt habe. Aber es ist so schön. Ich liebe das Knirschen, wenn es so richtig kalt ist und dann diese magischen Sonnenuntergänge. Falls euch interessiert, wie ich diese schöne Eiskugel oder Eistropfen gemacht habe, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann kann ich euch das mal in einem anderen Video zeigen. Diese Eislichter habe ich auch gemacht, wobei es nicht ganz so geworden ist, wie ich mir es gedacht habe. Das eine Eislicht, da hatte ich die Packung mit dem Wasser die ganze Nacht draußen und das ist dann zu einem kompletten Eisblock gefroren. Und die anderen beiden hatte ich nur ein paar Stunden und dachte, sie waren fertig, aber waren sie gar nicht. Naja, es ist trotzdem schön geworden. Meine Wäsche trockne ich super gerne draußen, wenn es Minusgrade sind. Die wird dann super weich und ja, es funktioniert. Gemütlich im Schnee. Wir hatten jetzt eine Woche lang richtig, richtig kalt, also von minus 30 bis jetzt minus 15, minus 13 und man gewöhnt sich total dran. Also bis gestern waren es unter minus 20 Grad, gestern waren es so um die minus 23 und heute plötzlich, als die Sonne durchkam, minus 13 und ich fand es richtig warm. Plötzlich kann man wieder richtig atmen, ohne dass man einen Schal vor dem Mund haben muss. Und es ist beinahe, als ob es mir fehlt. Also das ist so toll mit dieser Kälte, die klare Luft. Und ja, ich kann das einfach nur empfehlen, das mal zu erleben, diese Kälte. Ich finde es traumhaft. Nach vielen Stunden in der Kälte an dem warmen Ofenfeuer zu wärmen, ist natürlich richtig toll. Ich bin so dankbar für den Holzofen und diese Wärme. Lucy liebt auch den Winter und die Kälte, denn Lucy liebt Eis und das isst sie jeden Tag. Das Wichtigste ist, sich richtig warm anzuziehen in der Kälte
Was ich da so anhabe, das erzähle ich euch jetzt. Was habe ich jetzt an? Das ist ein Anzug, der innen auch ein bisschen so gefüttert ist. Und das ist einfach super warm. Und den ein bisschen größer kaufen, als man braucht. Und dann kann man noch ganz viel drunter anziehen. Und warme Schuhe. Ich habe jetzt ein bisschen kalte Füße, weil ich noch Skischuhe anhabe. Weil ich ja gerade Ski gelaufen bin. Da zeige ich euch mal meine wärmsten Schuhe. Also, das sind Wollschuhe, die sind gefilzt und haben eine super gute Sohle, die richtig toll isoliert. Die habe ich in einem Gebrauchtladen gefunden und die sind so groß, da habe ich Platz für 3 Paar Wollsocken. Und da ist es richtig super warm. Und dann habe ich immer noch so Wollstulpen an, die mache ich über die Schuhe drüber. Und dann kommt kein Schnee in die Schuhe und es ist richtig gut warm. Sich mit der Zwiebeltechnik anziehen, also viele Lagen übereinander, ganz viel Wolle. Und bei Handschuhen habe ich immer den Tipp, solche oder Fingerhandschuhe und dann nochmal richtig dicke, große Wollhandschuhe drüber. Am besten welche, die innen auch nochmal so ein Futter haben, dass es auch, dass nicht so viel Wind durchkommt. Super warm. Habe überhaupt gar keine kalten Hände gehabt. Ich habe 3 Schals um. Stirnband und Mütze. Und mir ist echt nicht kalt. Mir war auch nicht kalt bei minus 29 Grad. Letztes Jahr hatten wir einen komischen Winter da. Konnten wir überhaupt nicht auf den See. Weder mit Schlittschuh noch mit Ski. Sonst konnten wir wenigstens immer entweder Skifahren oder Schlittschuh. Oder manchmal sogar beides. Und in diesem Jahr konnte ich sogar schon einmal kurz Schlittschuh laufen. Und jetzt mit Skiern. Wenn es so kalt ist, wenn es so kalt ist, dann mache ich das einfach so gerne. So ein Himmel ist doch selten, oder? Eine Wolke. Keine Flugzeuge zu sehen. So, und jetzt erkläre ich euch, wie ich diesen Trick mache, den magischen Mpemba-Effekt. Ich habe Wasser gekocht und kochend hier reingefüllt. Und jetzt gehe ich gleich nach unten, da wo die Sonne ist. Und dann werfe ich dieses kochende Wasser, schütte ich das so oder werfe es hoch in die Luft. Es sind übrigens minus 13 Grad. Das ist jetzt nicht mehr so kalt. Am besten funktioniert das, wenn es noch kälter ist. Aber es funktioniert auch bei minus 13 Grad. Und ich habe es auch schon bei minus 8 Grad gemacht. So, jetzt bin ich unten in meinem Garten. Habe jetzt hier an. Weil... weil ich sonst viel zu tief einsinken würde. So, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Hier ist die Thermoflasche. Also, los geht's. Jetzt geht's gleich los. Ich öffne die Thermoskanne. Und dann muss ich erstmal den anderen Handschuh auch wieder anziehen, damit ich mich nicht verbrenne, weil es kommt immer noch mal heißes Wasser wieder runter. Ich konzentriere mich, um einen guten Bogen zu schütten. Aber es geht schief. Beim ersten Versuch geht's schief. Dann schütte ich einfach den Rest des Wassers, was ich noch in der Kanne habe. Da sieht man noch ein bisschen den Effekt. Ja, es ist auch noch schön geworden, aber es wäre noch schöner gewesen, wenn ich das komplette Wasser gehabt hätte. Aber ich habe es so genommen, wie es ist. Ich zeige euch gleich noch einen weiteren Versuch von einem anderen Tag. Und dann erkläre ich auch, was denn da genau passiert und warum das Mpemba heißt. Es sind minus 22 Grad und ich drehe die Kamera gleich um und mache das gegen die Sonne. Und dann gibt es den sogenannten Mpemba-Effekt.
Dieser Effekt ist nach einem Studenten aus Tansania benannt worden, Erasto Mpemba. Der hat zufällig entdeckt, dass heißes Wasser in kalter Luft viel schneller gefriert als kaltes Wasser. Und das war schon 1963. Und wenn man dann heißes Wasser in die Luft schleudert, dann bildet das sofort ganz viel Wasserdampf und kleine Eiskristalle. Und Reste von dem heißen Wasser, die kommen auch wieder runter. Das sieht dann auch immer schön aus. Aber Vorsicht, Vorsicht, daran kann man sich auch noch verbrennen. Je kälter es ist, desto imposanter wird der Trick. Und noch ein Tipp. Immer gegen die Sonne und am besten gegen die untergehende Sonne. Also je tiefer die Sonne steht, desto schöner sieht das dann aus. Also hier sieht man, die Sonne stand noch nicht so tief und da ist es relativ weiß. Aber bei dem ersten Trick, den ich euch gezeigt habe, da stand die Sonne sehr tief und ich war mitten auf dem See und da war die Sonne schon so orange und dann sieht es richtig toll aus. Was ich euch ganz am Ende noch erzählen will: Der Winter ist leider nicht immer so zauberhaft. Inzwischen sieht es schon wieder ganz anders aus, wie ihr hier seht. Erst hatten wir wieder ein neues Schneechaos und dann ganz plötzlich Plusgrade. Also plus 7 Grad und Regen und ja, man sieht hier, wie der See dann plötzlich aussah. Hier ist noch meine Skispur zu sehen und ja, mit Skilaufen ist jetzt nichts mehr, leider. Der Winter im Januar war wirklich sehr oder ist immer noch sehr speziell, von einem Extrem ins andere. Hier zeige ich euch nochmal den Fluss, wie er aussah, als die richtig kalten Tage waren. Das ist Wahnsinn, da war gar kein offenes Wasser mehr an einigen Stellen, sondern das Wasser floss einfach weiter, unterm Eis, wunderschön. Aber dann, in wenigen Tagen, hat sich dieses Bild völlig gewandelt. Da hat sich dieser Eiszauber wieder in einen unglaublich reißenden Fluss verwandelt, so wie er sonst eigentlich nur zur Schneeschmelze im späten Frühjahr zu sehen ist. Und jetzt schon im Januar. Okay, jetzt komme ich aber mal zum Ende von diesem Video und falls du noch hier bist, dann danke ich dir ganz besonders. Und mich würde das wirklich mal interessieren, wie viele Menschen denn überhaupt bis zum Ende gucken, mein Video. Das war bisher mein längstes Video. Und deshalb habe ich eine kleine lustige Idee. Bitte hinterlass mir dann doch einen kleinen Kommentar mit einem Emoji von einem Schmetterling. Dann weiß ich, dass du das Video bis zum Schluss gesehen hast. Oder dann weiß ich, wie viele Menschen das Video bis zum Ende gesehen haben. Jedenfalls die, die eingeloggt sind und dann einen Kommentar hinterlassen. Du brauchst gar nichts schreiben, einfach nur einen Schmetterling. Du kannst natürlich gerne einen Kommentar schreiben, wenn du magst. Freue ich mich ganz besonders. Ansonsten reicht auch der Schmetterling. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für alle lieben Kommentare. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Bis bald. Tschüss. Hadebra. Ganz viel Liebe an dich und schön, dass du da bist.